Gesandten bis hierher macht. Bitte begrüßen Sie den Poetry Slammer, Moderator, Lesebühnenautor Michael Schumacher. Ja, hey. Vielen herzlichen Dank. Lasse hat ja schon methodisch Ritten meinen, also ich mache da weiter. Es ist auch ein Text über. Nein, eigentlich egal. Er heißt. Ist von früher. Die No Girls Boys. True Story. Manchmal sehne ich mich zurück nach der Zeit, als wir Jungs waren. Eine große Pulle Lambrusco. Hey, Party! Zwei Gitarren, Session. Zwei Gramm, alle Hacke breit. Eine Gitarre, drei Akkorde und du kannst ein Held sein. Die neue von Bowie haben und alle kommen. Zusammen hocken, zusammen hören, den Text lesen, den Text nicht verstehen. Noch eine Tüte bauen, jetzt den Text verstehen. Platte noch mal hören. Manchmal sehne ich mich zurück nach der Zeit, als wir Jungs waren. Kunst aufsaugen, Museum besuchen, über das Bild reden, schwarzes Quadrat, Max Ernst, Schwitters, den Katalog kaufen, von Nudeln mit Ketchup nehmen, aber den Katalog haben, selber malen, selber Musik machen. Manchmal sehne ich mich zurück nach der Zeit, als wir Jungs waren, Gedichte lesen, Lautréamont nicht verstehen, Baudelaire auch nicht, selber Gedicht schreiben, das auch nicht verstehen, wieder Musik hören, als wir Jungs waren. Und kein Telefon hatten, nur eine Telefonzelle, schräg gegenüber, zwei Groschen, immer. Dabei haben zwei gelbliche Groschen und dann steht einer in der Zelle, raucht Zigarre und hört nicht auf zu quaffeln. Natürlich regnet es und du hast keinen Schirm dabei oder der verfickte Apparat ist kaputt. Den ersten Groschen reinschmeißen, fällt durch, normal wieder den anderen Groschen nehmen. Ah, der bleibt drin, der andere fällt wieder durch, klack, durch, klack, durch, klack, genervt. Den hören. In die Gabel einhängen und der eine Groschen gleich dem Apparat und die nächste Zelle ist, ach komm, vergiss es. Dreimal mit der Faust auf das Ding hauen und laut wirkt manchmal Wunder. Na gut, dann einfach so zum Freund gehen mit vier Platten unterm Arm, Kartoffelschalen im Tabak, damit du aus den Krümmeln noch was drehen kannst, als wir Jungs waren. Hey, komm, spiel doch mal die Stelle mit dem Solo. Jetzt, jetzt, da setzt der zweite Drummer ein, spielt einen Gegenrhythmus. Gegenrhythmus? Hannes Mutter bringt uns Kekse. Mit den Keksen bleiben wir im Zimmer. Ey, Kiffen macht hungrig. Und plündern wir nicht den Kühlschrank, als wir gierig waren. Den Barhocker ganz aus Versehen, wirklich ganz aus Versehen mitgenommen, aus der Kneipe erst an der nächsten Ecke gemerkt, dann nicht zurückgebracht. Ich hab den heute noch in der Küche. Zu spät Kohlen bestellt. Ein Ofen in der Küche, Kohlen im Keller, Rest der Wohnung ist kalt, Klo halbe Treppe tiefer, noch kälter. Und wenn du im Winter lang genug sitzen darfst, dann kannst du hinten einfach und egal, wir hatten ein Waschbecken in der Küche, fließen kalt, keine Dusche, keine Wanne, dann Rambo lesen. Ach, wenn doch die Zeiten entstünden, wo sich die Herzen entzünden. Das wärmt. Und trotzdem Eisblumen am Fenster. Doppelbett vom Sperrmüll mitnehmen. Dafür fünfmal laufen müssen. Vierter Stock, nachts um zwei, Eiche massiv, Matratze dreiteilig, Federkern. Schlaraffia hieß die. Als
als wir Jungs waren. Frauen war eher so semi. Für Frauen hatten wir keine Zeit, denn wir mussten ja Musik hören, Musik machen, Bücher lesen, ins Kino gehen, Kunst gucken, über all das reden, tanzen war auch nicht unser Ding. Wir waren da, ja, da waren wir. Wir haben immer drumherum gestanden und geguckt. Auf das Gitarrensolo gewartet, uns nicht getraut. Im Traun waren wir voll gut, als wir Jungs waren. Und dann zogen Thomas' Eltern nach Bonn und Gregor hatte auf einmal eine Freundin und kam tagelang nicht aus seinem Zimmer. Ich daneben, Durchgangszimmer, näher beim Ofen, quietschende Bettfedern, quietschende Matratzen, im Schlaraffianland, als wir auseinandergingen. Und ich höre immer noch, wie der Hörer auf die Gabel knallt und der Groschen kommt nicht